Schokoladentorte mit flüssigem Kern. Zutaten: 12 Stücke, 300 Gramm dunkle Schokolade, Mainz. 70% Kakao, 300 Gramm Butter. 6 Eier, 225 Gramm Zucker, einer Prise Salz, 120 Gramm Mehl, etwas Borkenschokolade. Schokolade haken, in einer Schüssel über heißem Wasser bad schmelzen lassen. Butter zugeben, gut verrühren. Eier, Zucker und Salz in Rührschüssel verquirlen. Mehl darüber sieben und kurz unterrühren. Schoko unbekanntes Zeichen Buttermischung zugeben und kurz unterrühren. Teig in einer Spring unbekanntes Zeichen Form, 22 cm, glatt verstreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius Umluft ca. 30 Minuten backen. Kuchen aus der Form nehmen und auf dem Kuchengitter ganz auskühlen lassen. Mit Borkenschokolade verzieren. Schokoladenkuchen mit Herz. Zutaten: 10 Stücke, 1 pckg. Backmischung Schokokuchenfett, Eier laut Packung 2 TL löst. Espressopulver, 1 Vanilleschote, 350 ml Milch. CD 1 pck. Vanillepuddingpulver, 40 Gramm Zucker 1 pck. Vanillezucker. 250 Gramm Mascarpone 2 EL Orangenlikör 3 bis 4 EL Orangenmarmelade. 50 Gramm Mandelblättchenpuderzucker, Kakaopulver. Teig nach Packungsanleitung zubereiten. Espressopulver einrühren. Im 113 vorgeheizten Ofen ca. 35 Minuten backen. Aus der Form nehmen. Vanille. In Schote längs aufschneiden, Mark auskratzen. Schote und Mark mit 300 ml. Milch aufkochen. Schote entfernen. Puddingpulver mit Zucker, Vanille. Zucker und übrige Milch verrühren. In die kochende Milch geben, kurz aufkochen lassen. Mascarpone unterrühren und abkühlen lassen. Mit Likör abschmecken. Marmelade erwärmen, glatt rühren. Kuchen zweimal waagerecht durchschneiden, sodass drei Böden entstehen. Unteren Boden mit 2 EL Marmelade bestreichen, zweiten Boden darauf legen. Vanillecreme darauf verstreichen, mit dritten Boden bedecken. Torte 2 Stunden kalt stellen. Mandeln im Pfanne ohne Fett rösten. Kuchenrand mit übriger Marmelade ein. Null streichen, mit Mandeln bestreuen. Kuchen mit Kakaopulver bestäuben. Mit Dekorschablone und Puderzuckerherzen auf den Kuchen stäuben. Kuhmandelkuchen. Kuhmandelkuchen. Afrutis. ASK. Solevita. NB/. Zubereitung. Kirschnektar und 30 Gramm Zucker auf kubedingter Trennstrichchen. Pflaumen darin 5 Minuten zugebedingter Trennstrich deckt garen. Dann offen einköcheln. Lassen, bis die Flüssigkeit leicht karer. Zutaten für 4 bis 6 Portionen, melisiert. Abkühlen lassen.